Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Folge von SimCity 4 im Projekt Good Old Times. Ja, das ist dann die vorletzte Folge. Eine Folge wird noch folgen. Ja, aber nun seid ihr dran. Ihr entscheidet, soll dieses Projekt weiterlaufen, dann stimmt unten in den Kommentaren ab. Ein Daumen nach oben, wenn das Projekt weiterlaufen soll. Ein Daumen nach unten, wenn es beendet werden soll. Und dann würde ich sagen, gucken wir, was die Abstimmung sagt. Wenn ein Daumen nach oben da ist, dann wird dieses Projekt natürlich weitergeführt und es gibt einen Monat lang Pause von Good Old Times. Wenn ihr einen Daumen nach unten gibt, dann wird ab dem 1. Dezember ein anderes Spiel euch präsentiert. Wie gesagt, ihr habt den Ball in der Hand, sagt mir einfach, was ihr gern haben möchtet. Aber wir sind hier jetzt, wie gesagt, erstmal bei SimCity 4 und ich drücke mal auf Play und ich guck mal, was hier so ist. Oh, die Umwelt geht ganz nach unten. Wie kriegen wir denn die nach oben? Gib die Umweltverschmutzung in deiner Stadt an. Um die Verschmutzung der Luft und des Wassers sowie die radioaktive Strahlung zu verringern, kannst du stark verschmutzte Faktoren wie die Schwerindustrie, Bauernhöfe und Giftmülldeponien reduzieren. Stelle auch sicher, dass du über genügend Mülldeponien verfügst, um den ganzen Abfall der Stadt zu entsorgen. Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Oh, ich sehe gerade hier, die Müllabfuhr ist fast voll. Aber wir haben genügend Kapazität eigentlich nach oben. Die Wasserverschmutzung, die ging nach unten. Okay, kriege ich die noch weiter runter, wenn ich zum Beispiel ein Klärwerk reinsetze? Muss ich mal gucken. Gut, wie testen wir das Ganze denn? Was macht denn das? Reduziert die Wasserverschmutzung. Dann würde ich doch glatt. Ist die Frage, produziert die irgendwas? Luftverschmutzung, da müssen wir wahrscheinlich Bäume pflanzen, denke ich mal. Aber die Wasserverschmutzung können wir auf jeden Fall reduzieren. So, indem wir irgendwo hier ein Klärwerk aufstellen. Jetzt würde ich schon fast sagen, dass wir das hier reinsetzen. Aber da ich gerne zwei nebeneinander haben möchte. Wo kriegen wir denn die am blödesten rein? Ich hätte ja wirklich schon gesagt, dass wir den Bereich hier umbauen. Weil das Ganze passt ja hier nicht mehr. Und dass wir dann hier, ich mache mal kurz Pause, dass wir hier unsere Mülldeponie, unser Klärwerk reinmachen, könnte ich mir gut vorstellen. Könnte ich mir echt gut vorstellen, dass es klappt. Aber der eine arbeitet jetzt ja. Oh, scheiße. Ja, nicht, dass ich da wieder negatives Ding krieg. Wo ist denn sein Arbeitsplatz? Ja, du schaffst jetzt mal da drüben. Du schaffst auch im Ölheizkraftwerk, what the fuck? Ja, dann schaffst du da. So. Weil ich muss natürlich dann dafür das Ölheizkraftwerk niedermachen. Vielleicht könnten wir ja sogar schon was anderes bauen. Das ist Atomkraftwerk, das regt mich ja echt an. Gefahr der Kernschmelze. Das
starke Umweltverschmutzung. Sehr starke Umweltverschmutzung, okay. Dass wir das irgendwo... Wo könnten wir das denn einsetzen? Was ist das? Das ist eine Feuerwache? Ich glaube fast schon. Ja, das ist eine kleine Feuerwache. Okay, die könnten wir zum Beispiel abreißen und die kriege ich dann natürlich auch so rein. So, genau. Dann wäre das ja schon mal geklärt. So, was haben wir hier noch alles drin? Wir haben hier eigentlich nur ein paar.